ein Jahr Sonnenmarkt Büssing. Unsere Bilanz lässt sich sehen, denn wir helfen jeden Tag. Die Volkshilfe Burgenland ist besonders stolz auf 10.821 Einkäufe im Sonnenmarkt Güssing, auf 6.832 Einkäufe in der Schatzgrube Güssing und im Sonnencafé Güssing konnten 1.485 Rechnungen verbucht werden. Im Namen der Volkshilfe bedankte sich recht herzlich Landtagspräsidentin außer Dienst, Landtagsabgeordnete und Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, Verena Dunst, bei allen Kundinnen und Kunden, die der Sonnenmarkt Güssing im letzten Jahr begrüßen, beraten und versorgen durfte. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass Sie gut verköstigt sind. Aber ich glaube, das ist zum Großteil schon passiert. Denn Gäste, wenn es was zu feiern gibt, hat man einzuladen. Das tun wir heute. Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie mich aber zu unserem Jubiläum Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich weiß, es sind ständig Menschen, die dazukommen, aber ich möchte jetzt einmal offiziell mit unserem kleinen, großartigen Festtag beginnen. Lassen Sie mich also alle Sie herzlich begrüßen in unseren zwei Geschäften und wir feiern heute ganz, ganz stolz ein Jahr Jubiläumsfeier, ein Jahr Sonnenmarkt, wo Sie sich gerade befinden, ein Jahr Schatzgrube und das gilt zu feiern und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, einige Worte. Es gibt außer im Burgenland, und ich glaube, es wäre nicht richtig, heute nicht mich beim Herrn Landeshauptmann zu bedanken, den ich um 12:30 getroffen habe, den Nina Stern, den ich später begrüßen darf, um 11:30. Wir sind das einzige Bundesland, das sich in die Regierungserklärung hineingeschrieben hat, selber jedes Jahr schaut, ob man das auch erfüllen. Sie kriegen in Ihren Haushalt immer pro Jahr eine Nachricht vom Amt, vom Landeshauptmann, wo er reinschreibt, welche Ziele er erreicht hat und welche nicht. Wir sind das einzige Bundesland österreichweit, aber auch in Deutschland. Ich hatte vor kurzem den Landtagspräsidenten hier aus Rheinland-Pfalz, der ist hergekommen, weil ich ihn in Brüssel erzählt habe, bei einer Sitzung der österreichischen und deutschen Landtagspräsidenten, dass wir Sozialmärkte haben. Er ist aus Deutschland mit der Landtagsdirektorin angereist, um sich hier unsere Sozialmärkte anzuschauen. Der hat das nicht einmal glauben können, dass wir das freiwillig tun, dass das Land hier in jedem Bezirk vor Ort einen Sozialmarkt, einen Sonnenmarkt hat und wir natürlich als Volkshilfe genial mit einer Schatzgrube verbunden. Das gibt es nirgends. Er hat gesagt, er wird wiederkommen, er möchte es in Deutschland, in Baden-Württemberg auf alle Fälle mit der Ministerpräsidentin, die dort die Chefin ist, besprechen und möchte das nachmachen. Warum? Weil es das wirklich nirgends gibt und ich muss auch österreichweit oft vortragen und das vorstellen, was es da gibt. Wir haben also in jedem Bezirk, fast in jedem Bezirk, mittlerweile einen Sonnenmarkt und wie gesagt, die Volkshilfe und ich darf den Herrn Landesgeschäftsführer entschuldigen, den Magister Markus Kaiser, den man natürlich auch an meiner Seite kennt, er ist eben heute vertreten durch seinen Stellvertreter. Der hat nämlich ein leidenschaftliches Thema, das ist nicht nur seine Familie und die Volkshilfe, sondern der Fußball. Und das heißt, er kann deswegen nicht da sein. Ich darf mich aber in Abwesenheit bei ihm bedanken. Wir haben mittlerweile jetzt vor, also Oktober 2021, den ersten Sonnenmarkt in Oberwart als Volkshilfe. Wow! War Arbeit genug, weil neu in Burgenland. Dann haben wir hier vor einem Jahr eröffnet und wir haben vor einigen Tagen in Oberpullendorf den Sozialmarkt, Sonnenmarkt, aber auch die Schatzgrube eröffnet. Und da sind wir natürlich sehr stolz und wie gesagt, da ist auch eine Arbeit dahinter. Um was geht's? Da, wo Sie sich heute befinden, ist natürlich auch das Sonnencafé. Steht ja auch da. Und dass jeder Mensch da herzlich willkommen ist, im Sonnencafé ein bisschen Sonne zu haben. Ob es jetzt er ist, der Fügelt hat, der zahlt halt seinen normalen Kaffee. Und die Menschen, und es geht immer der Volkshilfe um Chancengleichheit, um Gerechtigkeit, um sozialen Ausgleich. Deswegen gibt es das Sonnencafé, den Sonnenmarkt und die Schatzgrube. Und ich kann Ihnen sagen, Sie werden staunen, wenn ich Ihnen einige Zahlen präsentiere, was sich in diesem Jahr getan hat. Aber vielleicht noch kurz, wir sind natürlich auch
sehr, sehr wichtig in mehreren Bereichen, warum das so ein tolles Projekt ist, dass Deutschland ins Burgenland kommt. Wir dürfen nicht vergessen, diese zwei Projekte schaffen die Möglichkeit zum Einkaufen. Die zwei Projekte sind so wichtig, dass Menschen wieder in die Arbeit kommen können. Die zwei Projekte sind so wichtig, dass wir aber auch und besonders sozial ausgleichen und dass es zu mehr Gerechtigkeit kommt. Es ist zurzeit, und das merken Sie eh, wird ja überall geredet, hier jetzt über Lohnverhandlungen. Und da bin ich immer so grantig, ich schaue eh selten Fernsehen direkt, ich lese das alles bei mir im Internet, dann wenn ich irgendwo herumfahre, und dann denke ich mir immer, das darf nicht wahr sein, da passt so vieles nicht zusammen. Die Teuerung, zuerst war einmal Corona, was schon mal ein Wahnsinn war. Ich frage mich nur, wo die ganzen Gelder hingekommen sind, weil zu den Menschen das brauchen, ob das jetzt die Pensionistinnen sind, die mit bitte unsere durchschnittliche Pension in Österreich, in Deutschland, von Frauen ist 900 Euro. Die Herren mit 1100 Euro, ich rede von netto, jetzt muss man mit denen das Leben fristen, die haben ein Leben lang gearbeitet. Wir sind den Generationen das schuldig, dass wir ihnen das zurückgeben, nämlich genau das. Was würde mit den Waren, bleiben wir da herum, passieren, wenn wir nicht das geschaffen hätten? Das wird weggeschmissen. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gehört, so viele Tonnen Lebensmittel werden pro Tag weggeschmissen. Das ist eine absolute Ordnung. Sie wissen, Sie können gern schauen, wir haben ein großes Sortiment. Das steht den Menschen zu, die nicht so hohe Einkommen haben. Ob das die Alleinerzieherin ist oder die Pensionistinnen und Pensionisten. Menschen, die halt aus irgendwelchen Gründen, Scheidung und so weiter, oder ein Unfall, Auto hin, kein neues Auto, schwierig wohin zu fahren und. Menschen in sozialer Schieflage, die sind bei uns da herzlich auf dieser Seite willkommen und können, und wir haben das vorgeschrieben, bis zu einem Drittel die Waren da kaufen, obwohl sie in Ordnung sind, und zwei Drittel können sie ersparen. Das ist uns, wir haben so einen rechtlichen Rahmen, Verträge unterschrieben, und wir haben ein Drittel des Preises, was die Waren kosten, und da kriegt man es eben genau nur ein Drittel. Natürlich ist das auch gerecht auf der Seite. Warum? Es ist gerecht, wenn man da einen Ausweis braucht. Das ist auch richtig so. Aber wir sind als Burgenland sehr großzügig. Sie kennen die Zahlen, wenn nicht, wir liegen überall Anträge vor. Es ist, und deswegen muss ich nachschauen, Gott sei Dank schon wieder angehoben worden. Wir kommen immer mit Nachdrucken nicht zusammen. Denken Sie nach, wenn Sie kennen. Denken Sie nach, wer vielleicht auch noch dazukehren sollte, der da auch einkaufen geht, der es noch nicht weiß. Sagen Sie das weiter. Wir haben, wenn man allein in einem Haushalt lebt, wir reden immer von netto, dann darf man 1.392 netto im Monat haben, dass man da herein kann. Das sind wahrscheinlich mindestens ein Drittel des Bezirkes Güssing. Mindestens ein Drittel, Thomas, des Bezirkes Jennerstorf. Wenn man zwei Personen in einem Haushalt lebt, dann sind es netto 2.088. Das haben nicht einmal viele Haushalte. Leben noch weitere Personen im Haushalt, dann nochmal um 700 Euro mehr und. Wir schauen uns das an. Was mir aber auch wichtig ist, und wir haben das umgestellt, ich muss das aber immer schauen, dass das mit dem Gesetz zusammenpasst. Wenn halt einer hereinkommt und sagt, ich habe den Antrag und ich will im Sonnenmarkt einkaufen, dann dauert das, bis man einen Ausweis kriegt. Natürlich eh klar, das muss alles verarbeitet werden und unterliegt ja auch einem Datenschutz. Aber ab dem Tag, wo man das abgegeben hat mit den Unterlagen, kann man sofort einkaufen. Und das ist neu und das ist uns als Volkshilfe wichtig, weil in Volkshilfe steckt das Wort Hilfe und für das Volk drinnen. Nicht warten müssen, sondern sofort einkaufen, ab der sozusagen Abgabe des Antrages. Natürlich haben wir aber als Volkshilfe, beschäftige an die 280 Menschen in der Volkshilfe, wir sind jeden Tag von wirklich Kitze bis Kalch unterwegs. Wir sind jeden Tag in hunderten Haushalten, im Schnitt in 500 mindestens, jeden Tag, wo unsere Mitarbeiterinnen der Hauskrankenpflege dort sind. Wir sind in viele Haushalte, wo wir über die Bezirkshauptmannschaften, und hier vielen Dank an unsere
zwei Vertreter, Frau BH, also Frau Bezirkshauptmann, Stellvertreter bzw. liebe Frau Konrad, vielen Dank. Wir haben ja auch junge Menschen anvertraut, auf die wir schauen und die wir begleiten als Familie. Und da lernen wir jeden Tag, wie es den Menschen durch Corona und der Teuerung geht. Und ich bin da wirklich oft ganz, ganz stark beleidigt. Warum? Jetzt müssen so viele Menschen ein Auto hernehmen und fahren. Und dann war sie mit jedem Liter, egal was wir dort tanken, mit jedem Liter zahlst du zwischen 47 und 52 Prozent pro Liter an den Finanzminister. Warum können die nicht zum Teufel nochmal endlich einmal sagen, hallo, wir lassen die Mineralölsteuer weg oder wir gehen von der Mehrwertsteuer weg. Die Menschen können sich bald das Tanken gar nicht mehr leisten. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier auch mit den Verkehrsbetrieben Burgenland zusammenarbeiten, dass man hier auch dann nach Güssing kommen kann, um hier einzukaufen. Das ist der Sonnenmarkt, unser Sonnenkaffee. Sie sehen ja, was es da immer gibt, nicht nur heute. Da kann man also Hygieneartikel und Nahrungsmittel zu einem Drittelpreis, man spart sich zwei Drittel, einkaufen. Würden wir das hier nicht tun, würde das alles weggeschmissen werden. Jetzt komme ich aber, das ist eine reine Erfindung der Volkshilfe zur Schatzgrube. Und ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht wie in der Schule, aufzeigen, wenn es auch so geht wie mir, ganz ehrlich, ich nehme mir seit 30 Jahren vor, ich werde endlich einmal mein Haus durchforsten und schauen, was ich dort alles habe. Ich bin noch nicht dazugekommen, wirst du schaffen. Aber wir haben so viel, Hand aufs Herz, jeder von uns zu Hause, das wir nicht brauchen. Aber das hat einen Haufen Geld gekostet. Wir müssen dafür arbeiten gehen. Und dann hat man immer das Thema, was tue ich damit? Weghauen will ich es nicht, die Kästen gehen durch. Übrigens, mein Mann ist Tischlermeister, der sagt immer, Verena, ich mache da 10 Kosten in Köller. Nach 3 Tagen hast du diese 10 Kasten belagert. Dann mache ich da die nächsten 10, die sind noch 2 Tage schon wieder voll. Gib endlich was her. Und da bin ich auch nicht die Einzige. Ich bin sicher, dass das anderen auch so geht. Bitte kommen Sie zur Schatzgrube. Es sind so viele da, die ich persönlich kenne, die das in unserem zweiten Geschäft hergeben und sagen, ich habe ein gutes Gewissen. Ich schone die Umwelt. Das muss nicht mehr erzeugt und produziert werden. Und ein anderer kann es dafür ganz günstig kaufen. Und das ist die Schatzgrube. Und auf Sie bin ich genauso stolz. Weil die funktioniert hervorragend. Erstens Arbeitsplätze, zweitens, wir können, wenn wir schenken, nämlich da hergeben und sind froh, dass es einen Sinn hat. Und natürlich nicht nur der Umweltdienst, wir wissen auch, der Burgenländische Müllverband, alle freuen sich, herzliche Grüße vom Janis Schanzi, der heute, den du ja vertrittst, auch Herr Vizepräsident. Burgenländischen Müllverband sagt, wir als Volkshilfe mit der Schatzgruppe, Sie alle, die uns da immer was bringen, wir ersparen so viele Tonnen Umweltschädigung, weil das alles weiterverkauft wird und nicht weggeschmissen. Da können wir also stolz sein, das passt, das funktioniert und schauen Sie mal rüber, was das für tolle Preise sind, da kriegt man so viele Dinge fast geschenkt. Kaufen Sie hier zu Weihnachten, kaufen Sie Geburtstagsgeschenke. Kaufen Sie einfach auch sich selber manchmal etwas, weil das kostet so wenig, dass man sich das auch leisten kann. Und übrigens, da ist nur ein Bruchteil immer vorn, weil wir gar nicht so viel Brot haben. Der Rest ist da hinten immer im Lager. Das funktioniert in Großpetersdorf sehr gut, wenn Sie eher dort auch was abgeben oder einkaufen wollen. Da braucht man keine Karten, kein gar nichts. Schauen Sie auch in Großpetersdorf rein, falls Sie ganz was anderes sehen wollen. Ich habe vor einigen Wochen in Oberbullendorf auf der Hauptstraße, was haben wir, 43, 45, Monika? Auf der Hauptstraße 45, sind wir bald gar nicht mehr die Adressen unserer Firmen, sozusagen wachsen wir wie die Schwammerl. Für die Menschen, da geht es immer um die Hilfe, da kann man genauso vorbeischauen, weil es immer wieder neue Waren überall gibt. Das heißt, wir haben jeden Grund zu feiern. Und das wollen wir halt so richtig auf die Pauke haben. Und bevor fühlen Sie sich wirklich hier wohl, es gilt alles für Sie und wir feiern gemeinsam, aber einige Zahlen, falls Sie es nicht merken, bedanke mich beim BKF, die Dame wird und der Herr das auch festhalten und auch alle anderen Medien, ich habe das wirklich, also unglaublich genossen, die Zahlen, sehen Sie zu, wie ein Jahr,
wie viele Einkäufe wir gehabt haben. Sie werden staunen, ich habe auch gestaunt. So, jetzt machen wir ein Schätzspiel. So ganz ohne geht es nicht, dass ich da alleine reinfahre. In einem Jahr haben wir wie viele Einkäufe, was glaubst du, wie viele Einkäufe hatten wir da? Wir müssen jetzt alles genau dokumentieren. Das muss ich genau festhalten werden. Wird schon immer besser, ja? Wirklich, sehr, sehr nahe. Ganz, ganz, ganz klar, wir hatten in einem Jahr im Sonnenmarkt hier, wo nicht jeder einer darf, sondern wo es eben darum, einer darf jeder. Aber er kann halt dann nur drüben einkaufen. 10.821 Einkäufe hier allein im Sonnenmarkt und 6.832 Einkäufe in der Schatzgrube. Das ist ein Wahnsinn. Und natürlich haben wir dann auch immer, wo man sich trifft, in unserem Sonnencafé 1.485 Rechnungen ausgestellt. Also auch Kaffee und Kuchen haben den Menschen da gemundet, da trifft man sie, da setzt man sie zusammen. In diesem Sinne ein Leitspruch. Die Monika hat mir heute was herausgesucht, das hat mir sehr gut gefallen, Monika. Und das gebe ich wirklich alle mit, weil wir jeden Tag über Kinderarmut hören, weil wir jeden Tag hören, wie es den Menschen geht mit weniger Einkommen. Im Herzen unserer Gemeinschaft entsteht wahre Stärke, wenn wir einander unterstützen. Ein Jahr voller Hoffnung, Gemeinschaft und Mitgefühl. Das ist unser gemeinsamer Erfolg in dem Sozialmarkt. Lasst uns weiterhin gemeinsam daran arbeiten, eine Welt zu schaffen, in der niemand hungrig ist und jeder ein würdevolles Leben führen kann. Auf ein weiteres Jahr, meine Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden, liebe Lieferanten, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Ehrenamtliche natürlich, auf ein weiteres Jahr des Teilens, der Fürsorge, des positiven Wandels. Das können wir alle brauchen. In diesem Sinne, es lohnt sich, dass wir heute feiern. Und am Ende ein letzter Satz. Die Zukunft muss so ausschauen, dass wir niemanden zurücklassen. Egal, wie dick oder wie dünn sein Geldbörse ist, das schwören wir uns heute ein. Dafür stehen wir als Volkshilfe, damit stehen Sie als eine große Familie mit der Volkshilfe gemeinsam. Wir lassen niemanden zurück, wir schauen auf den anderen. Ich wünsche eine gute Unterhaltung, der Abgeordnete. Mech klatschen, ich würde es eh holen. Und hier ist es erlaubt. Wow! Feiern heißt lange da bleiben. Es werden viele Gäste noch am Abend kommen, die jetzt selber noch arbeiten müssen. Deswegen haben wir uns auch besondere Gäste eingeladen. Aber bevor ich das tue, danke an die Medien. Dann darf ich wirklich bei allen Medienvertretern und Vertreterinnen sehr herzlich bedanken. Die Menschen müssen wissen, was sie da finden. Und daher brauchen wir euch. Vielen Dank auch bei dieser Gelegenheit. Die zwei Menschen, die Sie jetzt unterhalten werden, kennen Sie aus Fernsehen und Radio. Es ist niemand geringerer als Nina Stern und Frenke Weil. Herzlich willkommen! So, wir feiern Jubiläum im Sonnenmarkt. Wir lassen euch sagen, heute sagen sein. Wir nehmen die Hände nach oben und hey! Ich zähle täglich mein. Okay. Da sehen wir, was ich tausend nehmen. Na, das geht schon. Geht schon. Okay. So, geht schon! Smiley, smiley!